Was drückt dich? Ich habe schon geschrieben, ich habe seit ungefähr 7 Jahren studiere ich jetzt Holofeeling. Und das hat mich von Anfang an sehr begeistert. Ein bisschen Hintergrund, ja nicht um Eindruck zu machen, aber nur, dass du das vielleicht ein bisschen verstehen kannst. Ich habe eine Ausbildung in Philosophie gemacht, weil in der, wie heißt das, im Gymnasium habe ich eigentlich entdeckt, dass das wirklich dasjenige ist, was mich interessiert. Habe auch eine Ausbildung als Philosophielehrer gemacht, Unterricht gegeben. Und als ich Holofeeling entdeckt habe, hat das wirklich, da wurden Fragen beantwortet, da habe ich immer mit rumgelaufen und die wurden von meinen Lehrern nicht. Es übersteigt alles. Ja, das Das wird man ist. nochmal merken, das sind zwei Ebenen. Das erste ist eigentlich, was in jeder Philosophie das große Problem ist. Du musst jetzt erst eine Basis schaffen, dass du selbst bist. Das heißt, ich betone immer wieder, Holofeeling ist zuerst einmal das einzige, ich sag mal, das Glauben, ein Glaubenssystem. Man könnte es auch eine Philosophie nennen, wobei ich da immer, wenn im Zweifel bin, bei Philosophie heißt ja eigentlich nur die Liebe zur Weisheit und man nennt so viel mittlerweile bis hin, eine Automarke hat eine gewisse Philosophie, das ist eine Entheiligung dieses Wortes Philosophie. Und darum reden wir mal von verschiedenen Glaubenssystemen, die können religiös sein, die können auch philosophisch sein, Philosophen streiten um gewisse Standpunkte und jeder vertritt einen gewissen Standpunkt, ein Glaubenssystem. Holofeeling ist jetzt diesbezüglich eigentlich kein Glaubenssystem, oder ich sage mal anders, es unterscheidet sich von allen Glaubenssystemen der Welt, die du dir ausdenken kannst, wenn du da suchst. Zuerst einmal, dass hier die Frage, was ist richtig und was verkehrt oder gut oder böse, überhaupt nicht auftaucht, wenn du das verstanden hast. Und was jetzt noch viel wichtiger ist, du kannst Holofeeling als einziges Glaubenssystem, was die wichtigen Aussagen sind, hier und sofort, hier und jetzt, sofort auf der Stelle de facto überprüfen. Das heißt, dass du zuerst einmal einen Ausgangspunkt schaffst. Holofeeling ist ein Übersystem. Du kennst es, das ein Beispiel. Ich gehe mal davon aus, wie weit du, gehe ja in philosophische Strömungen, ich gehe in alle Religionen rein, die ich anspreche. Es ist, wenn du das Geistreich entschlüsseln kannst. Und das passiert jetzt mit Holofeeling. Holofeeling zeigt dir eigentlich den Matrixcode. Es geht nicht, dass du die Matrix überwindest, sondern die Ausgangsbasis ist, ich unterhalte mich jetzt mit einem Geistmatten. Das ist das Erste, du musst den Mut haben zu begreifen, du bist das Einzige, was immer ist. Darf ich da eine Frage Ja? überstellen? Das ist eigentlich auch der Grund, dass ich angerufen habe. Eigentlich sind das zwei Sachen und ich möchte die Fragen erst beide mal formulieren. Erstens, dass ich Holofeeling sehr intensiv studiert habe. Ich beanspruche nicht, dass ich alles verstehe. Ich begreife es nur, aber es packt mich immer wieder. Und was ich dann merke, auch in meiner Beziehung, meine Freundin stellt dann fest, dass ich mich von ihr löse. Und ich kenne das aus deinen Beispielen, aber ich bin auch Familienvater, ich habe zwei junge Söhne und ich muss sagen, das beängstigt Das mich. widerspricht sich nicht. Das macht dir Angst. Das, was Angst macht, ist das Problem noch von deinem Programm. Ich gebe dir jetzt einmal ein paar Standpunkte. Ich betone immer wieder, wenn du Holofeeling verstanden hast, es geht überhaupt nicht darum, dass du irgendwas an dem Matten veränderst. Es ist immer wieder dieses Verbessern. Ich gehe mal davon aus, dass du auch diese Selbstgespräche, die hier teilweise drin sind und die Skype-Aufnahmen hier Ja, reinhörst, die höre ich mir alle an. und da weise ich immer wieder darauf hin. Für dich ist das da mal wichtig. Du musst in die Welt der Fakten. Und ich meine jetzt wörtlich, immer wortwörtlich, das Faktum ist ein hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Das Faktum deines Lebens besteht darin, dass es denkt in dir. Und du schaust dir dieses Denken an. Das ist jetzt, du bist immer, und egal an was du denkst, egal welche Information du anschaust, es verändert sich dabei nichts an dir, weil du etwas bist, was du nicht denken kannst. Das ist jetzt der erste Schritt. Diese Gedankengänge von Holofeeling führen dich in die geistige Welt. Mann, und ich betone jetzt, nimm das sehr ernst, was ich dir sage. Es geht hier nicht um den Udo, den du dir ausdenkst. Wenn du jetzt vollkommen bewusst bist, ist jetzt in dir der Glaube, du bist der Matten. Das heißt, du kannst jetzt den Körper um dich herum ausdenken, dann spürst du den, der ist natürlich nur dann dort dieser Körper, der physische Körper des Matten, wenn du an ihn denkst. In dem Moment, wo du über irgendwas nachsinnierst, ich mache jetzt schon die Sinuswellen, dass du Gedankenwellen aufschmeißt, da ist kein Körper von der Matten da.
Ja, das stimmt. Du musst dich von dem Materialismus, das ist ein Faktum. Du kannst nicht überprüfen, ob der physische Körper des Martin existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Die Frage beantwortet sich von selbst, weil wenn du nicht an ihn denkst, ist der Körper nicht da. Aber was ich dann zum Beispiel schwierig finde, ist, das ist eine Frage, die ich schon immer stellen wollen. Ja, ich habe ab und zu ein bisschen Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, aber ich versuche es. Wegen der Ethik. Du sprichst immer wieder an, die Ethik der normalen Menschen, das sollst du eigentlich loslassen. Es gibt keine Welt. Richtig. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Sohn sehe oder wenn er Schmerzen hat, auch wenn ich ihn nicht sehe, ich weiß zum Beispiel, er ist jetzt bei einem Freund, dann müsste ich eigentlich, holofeeling-mäßig, er ist jetzt nicht da. Er ist nur ein Die Gedanke, Frage, der. nein, das stimmt nicht. Martin, du gehst dir selber auf den Leim. Der ist jetzt da, weil du an ihn denkst. Er ist dann nicht da, wenn du nicht an ihn denkst. Okay. Das ist ein, du musst sehr, sehr präzise werden. Das heißt, die Wachheit beginnt nicht, indem du irgendwas veränderst. Pass auf, ich mache mal so elementare Sachen, die hast du zigfach gehört, aber dass wir hier eine Ausgangsbasis haben, die sehr wichtig ist. Und das sind bei Holofeeling sind zwei Sachen. Das sind einfach mal die einfachen Erklärungen, die jeder normale Mensch eigentlich sich bewusst machen könnte. Aber du wirst in deiner eigenen Erfahrungswelt merken, dass ich dir jetzt was erkläre. Zum Beispiel, dein Körper existiert nicht, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Das leuchtet ein, darüber kann man nicht diskutieren. Das ist in einem gewissen Maß ein Faktum. Ja, das verstehe ich auch. Ist eigentlich keins, weil wenn du nicht, das ist immer wieder, wenn du wieder an deinen Körper denkst, ist er wieder da. Für dich, Geist, du bist ein wahrnehmender Geist. Und alles, was du wahrnimmst, befindet sich hier und jetzt als Information in deinem Bewusstsein. Das gilt selbst, wenn du ein tiefgläubiger Materialist bist. Das heißt, ich habe in den letzten Selbstgesprächen so ein Beispiel. Halte mal die Hand vor dich hin, jetzt vom Matten, schau die an. Und jetzt nimm den Finger und kratz in der Handfläche und schau einfach zu. Und jetzt pass auf, jetzt hör zu, was ich dir sage. Wenn du jetzt unbewusst bist, hast du den Eindruck, dass deine Hand es spürt. Jetzt ist aber dein Intellekt, der wird dir sagen, in der Hand ist nichts drin, was spüren könnte. Da gehen Nervenstränge, die gehen in dein Gehirn und wenn das Signal bei deinem Gehirn ankommt, spürst du das, aber du meinst, die Hand spürt es. Was ich dir damit sagen will, ist, alles, was du prinzipiell wahrnimmst, und das gilt selbst für einen tiefgläubigen Materialisten, muss in irgendeiner Art und Weise in deinem Gehirn in Erscheinung treten. Ob dir einer auf den Fuß steigt, ob angeblich Schallwellen und Lichtwellen von außen in dich reinkommen, erst wenn das in dir drin ist, in deinem Gehirn in irgendeiner Art und Weise, so lehrt dich das der Materialismus, siehst du das. Was der Materialismus komplett außen vor lässt, wer ist das, der sich das anschaut? Das ist das Punkt, wo, das ist dieses Nichts, das du selbst bist. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter, da kommt überhaupt nichts von außen. Das ist wie, du bist ein träumender Geist. Und jetzt ist wichtig, sobald du einen träumenden Geist dir denkst, ist es schon wieder eine Information. Der träumende Geist steht für ein Symbol, für etwas, was du nicht denken kannst. Ich betone das immer wieder. Das mache ich in den höheren Schriften, ist das das Rot-Blau. Wenn ich dich jetzt frage, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Du bist der, der sich diese Information, die in dem Moment aufgeschmissen wird, anschaut. Ja, und das kann ich auch spüren. Ich habe ab und zu, wenn ich nachts im Bett wach werde, ja, ich drücke das immer ein bisschen komisch aus, aber dann bin ich mir 100% bewusst. Ich fühle das auch. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin Das nicht. ist was, was du anschaust. Du musst gar Ja. nicht so kompliziert denken. Trenne, pass auf, du musst trennen zwischen dem Denker, das ist ja der Adam eigentlich, und da kommt das große Geheimnis, was du in allen Religionen findest. Das heißt, wenn man jetzt tiefer in die Sprache geht, in die Matrix, und da sage ich immer wieder, du musst nicht wissen, wie ein Computer funktioniert, um damit ins Internet zu gehen, das erklärt die Holofeeling auch noch. Das ist dann mit dem Wörteraufächern, wie das manche nennen. Das ist, das, wenn du das einmal verstanden hast, wirst du ein einziges Wunder erleben. Ich höre von Leuten, die das sehr intensiv studieren, die mir das jetzt einleuchtet, es gibt überhaupt keine Zufälle. Es ist ein rein arithmetisches System und die Ausgangsbasis ist, dass der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, du denkst jetzt den Matten genauso aus wie den Udo. Jetzt ist es aber, was macht das Ganze, die Welt um dich herum? Das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und ich sage immer wieder, wir setzen jetzt einmal symbolisch für dich, Geist, einen Computer. Wohlgemerkt, der Computer symbolisiert etwas, was du an und für sich nicht denken kannst. Der Bildschirm des Computers ist dein darstellendes Bewusstsein.
Und die muss jetzt klar sein, auf dem Bildschirm wird immer nur das auftauchen, was das Programm und die Software, mit denen der Computer arbeitet, hergibt. Und das ist der Intellekt, der dir zur Verfügung steht. Jetzt ist es aber so, dass dieser Intellekt, den konntest du dir nicht raussuchen. Das ist diese Buchmetapher. Ich hoffe, du hast die mehrere Male gehört. Ich sage auch oft, wir können das ein Buch nennen oder wir können das ein Programm nennen. Jetzt ist es, jetzt mache ich so, aus ich bin du. Ganz am Anfang habe ich so Standardbeispiele und da betone ich immer wieder, das sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Verstehe den ersten, es ist, wir sagen jetzt das Beispiel mit dem Schwamminhalt. Ich sage, wenn der Mensch, und das ist jetzt, sagst du mal für eine Logik, die noch raumzeitlich logisch denkt, wenn der Mensch auf die Welt kommt, ist er wie ein kleines Schwämmchen und im Laufe des Lebens saugt er sich mit dem Medium voll, in dem er sich befindet. Und du wirst jetzt als Säugling, wenn du in Indien aufwächst, wirst du einen komplett anderen Glauben und ein anderes Weltbild haben, wie wenn du hier in Holland aufwächst oder du wächst in Bassien auf. Du weißt, ich habe das so oft erwähnt, wenn nicht, hör dir die Selbstgespräche an. Das Problem, mir geht es jetzt nur darum, wie dem Beispiel, um dir zu sagen, du kannst dir deinen Glauben nicht raussuchen. Was aber die Schwierigkeit ist, ist dieses raumzeitliche Denken. Eigentlich ist diese Schwammmetapher, entspricht in einem gewissen Maß hier der Tabula Rasa von Locke. Francis Locke. Das ist also hier, das ist auch Materialismus, da geht man davon aus, dass du eine unbeschriebene, eine weiße Tafel bist, die Tabula Rasa, und im Laufe des Lebens schreibst du praktisch dein Leben, wie in einem, das Leben, das du lebst, wird in dir abgespeichert. Das ist jetzt wie wenn sich der Schwamm vollsaugt. Und da kommt jetzt aber der Materialismus, und das ist das große Problem, der Bruch des zweiten Gebotes. Als tiefgläubiger Materialist, das ist dein erstes Problem, ist ganz tief in dir, in deinem Glauben verankert, dass da außen eine Welt ist, unabhängig von dir, und dass die vorher schon da war. Und dir muss klar werden, das ist ein rein blinder Glaube, weil du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ja, wie soll ich das sagen? Ich beanspruche nicht, dass ich das verstehe, aber es beginnt sich immer mehr Das zu ist setzen. das Erste. Das ist der erste Weg. Und es muss, es geht nicht, dass du den Glauben veränderst. Ich betone auch immer wieder, es ist nicht, liegt nicht in meinem Sinne, in irgendeiner Art und Weise an dem Glaubenssystem von dem Matten, an dem Protagonisten, dessen Rolle du zurzeit spielst, irgendwas verändern zu wollen. Das machen Religionen. Die versuchen, die Welt zu verbessern. Ich erkläre dir, dass die schon perfekt ist. Du bist zurzeit in einer Reifestufe, und ich sage immer wieder, deine Welt, deine Traumwelt ist wie ein Führerscheinprüfungsbogen, und der ist so voller eklatanter, religiöser, auch wissenschaftlich, vor allem wissenschaftlicher Fehler, die ich ganz klar aufzeige, die aber natürlich alle einen Sinn haben, so wie die Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen einen Sinn haben. Dieser fehlerhafte Führerscheinprüfungsbogen wurde ja von einem Schöpfer ganz bewusst mit Fehlern erschaffen, um zu prüfen, ob du die Fehler erkennst. Ob du die akzeptierst. Und du wirst Sachen akzeptieren müssen, wenn du weiter wächst, wo dir die Haare zu Berge stehen. Es ist die Moral, die Ethik, die ich anspreche. Da bin ich. Die trägt dich auf den Kopf, wobei ich immer wieder betone, es geht um Liebe, um eine allumfassende Liebe, nicht um eine selektive Liebe. Du sollst deine Verpflichtung als Familienvater, deinen Kindern gegenüber, deiner Frau gegenüber, da läuft dein Programm sowieso mit einer gewissen Moral. Aber was mir jetzt wichtig ist, das wollen wir auch nicht verändern, dass du dich als Geist rausziehst und dir glaubst, du spielst zurzeit bloß diese Rolle wie ein Schauspieler. Und ein Schauspieler kann einen guten spielen und einen bösen spielen. Und du versuchst jetzt möglichst perfekt den Martin zu spielen. Du sollst dich da nicht deiner Verantwortung entziehen. Das ist ein innerer Akt. Was wir spielen, das Spiel ist was ganz was Intimes. Und es klingt jetzt sehr, sehr hart, dass ich jetzt hier definitiv zu dir sage, egal was du dir ausdenkst an Trockennasenäffchen, es wird keiner überleben. Das Einzige, was überlebt, ist der Geist, der träumt. Nur der Geist überlebt den Traum. Wenn eine glauben hier, sie sind tiefgläubige Materialisten und am Ende ihres Lebens werden sie dann irgendwie erlöst, vergiss es. Du musst diesen Keim, diesen Gottesfunken in dir haben, und du hast ihn in dir, sonst wäre ich in dir gar nicht aufgetaucht. Nee, ich sage jetzt mit allen Ernst, den Gedanken, den du jetzt denkst, ich habe gesagt, wenn ich wiedergeboren werde, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Ich kann mit dir nur kommunizieren, wenn ich als Figur in deinem Traum auftauche. Und in dem Traum bist du zur Zeit am Matten mit all das, was dein materialistisches Verständnis hergibt, was nichts daran ändert, dass du letztendlich der Geist bist, der das erlebt. Es ist auch so, dass in dem Spiel nichts und niemand leiden muss. Ich habe hier elementare Beispiele, es sind ja tausende von Beispielen. Ich spreche jetzt das nur mal kurz an. Erinnerst du dich an diese vier Stufen der Vergessenheit? Ja. Die sind ganz wichtig. Das heißt,
Wenn du ein Märchen liest, einen Roman liest, egal, du hast nur eine Schrift vor dir, dann werde deine Logik wird aus den Worten, dass du mal die Worte entheiligen und einseitige Vorstellungen aufbauen. Das muss dir bewusst werden, mit Holofeeling wird jedes einzelne Wort zu einem riesen Komplex an Möglichkeiten. Mhm. Du wirst auch sehr allergisch sein, wenn dann so die Gespräche mit Gott, gibt es Gott, existiert Gott, das ist alles so sinnlos, wenn du meine Erklärung von Gott verstehst, Gott kann nicht existieren, existere heißt heraustreten ja. aus, er ist immer im Meer. Jetzt kommt natürlich dieses schöne Spiel mit Deutsch-Hebräisch, was übrigens auch mit allen anderen Sprachen dann, die Worte werden selbst erklären, wenn du jetzt dann auch dieses Sprachsystem verstehst. Mhm. Ja, das fasziniert mich auch. Und das ist eigentlich meine zweite Frage. Und bitte korrigiere mir, wenn ich das falsch verstanden habe. Aber was ich immer behalten habe, ist, dass das Entziffern mit dem Hebräisch und der deutschen Sprache eigentlich immer was das Endfazit ist eigentlich immer diese Sache, dass man Geist ist und dass der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt findet in dem einen Geist statt. Pass auf, sobald du dir ein Subjekt ausdenkst, wir denken uns, ich mache jetzt einmal die zwei, wir denken uns, ein Subjekt ist die Grundlage und ein Objekt sind die Objekte, die aufgeschmissen werden. Wir können jetzt sagen, der Adam ist sehr wenig habe, was ja eigentlich auch hast, denke und ausgedacht ist. Mhm. Okay? Ja. Jetzt musst du wissen, wir haben ein Subjekt und ein Objekt und dieses Subjekt, dieser Denker, schaut sich das an, was er sich selber ausdenkt. Was er erlebt. Du kannst ja nur deine eigenen Gedanken anschauen. Ja. Das ist jetzt die erste Erkenntnis. Du darfst keinen Unterschied mehr machen zwischen einer sinnlichen Information, einer sinnlichen Wahrnehmung. Jede sinnliche Wahrnehmung ist genauso eine Information in dir, wie wenn du nur feinstofflich was denkst. Mhm. Du hast zwei Kinder, einen Sohn dabei? Zwei Jungs. Ja. So, jetzt pass auf, jetzt mache ich immer nur mit Worten etwas. Jetzt denk einmal, wie man dir den ersten Sohn, wie du den das erste Mal in den Arm gehalten hast. Denk jetzt einmal an diese Situation. Diese Worte lösen jetzt in dir eine Vorstellung aus. Mhm. Okay, ich sag wie schon weg, jetzt denk jetzt an den Sohn. Wo denkst du den jetzt hin? Und jetzt ist ganz wichtig, der ist alles, was in dir in Erscheinung tritt, ist hier und jetzt deine Information. Ja. Was ist jetzt, wenn ich jetzt auch jetzt denke wieder an das erste Bild, wie man dir den zum ersten Mal in die Hand, was ist von dem noch über? Ja, nur ein Gedanke. Nur der Gedanke, wenn du ihn denkst, wenn du ihn nicht denkst, ob du den jetzt hier denkst als Säugling oder als Sechsjährigen oder als Zehnjährigen oder als 20-Jährigen, es spielt überhaupt keine Rolle, es sind deine Gedanken, die nur dann da sind, wenn du sie denkst. Das ist Apokalypse, die Enthüllung. Ist das da mal oberflächlich betrachtet, verändert sich an deiner momentanen Wahrnehmung überhaupt nichts. Wir verändern die Grundlage, da habe ich auch ein Beispiel. Das ist wie wenn wir Betriebssystem verändern. Pass auf, ich habe auch in sehr, sehr vielen Gesprächen, ich wiederhole das für dich, ich habe gesagt, du bist der Computer und ein Computer ohne Daten. Jetzt kommt natürlich das Hebräische, wenn man Daten schreibt, die hebräische Radix ist ja DTN. DT heißt Glaube und Religion auf Hebräisch. Das ist die Öffnung der Erscheinungen und das N am Ende, die Öffnung ist ja weiblich, aber die will jetzt hier keinen Hebräischunterricht geben, wobei das übrigens auch keine Juden wissen. Das heißt, einer, der hier perfekt jüdisch spricht, der hat von dem überhaupt keinen Sinn, die blabbern alle nur nach, die werden immer mehr bewusst, dass dein Lehrer, wenn du studiert hast, dass das reine Rezitiermaschinen sind. Ja. Wenn du zu einem Arzt gehst, dass egal, wen du in dir in Erscheinung treten lässt, dass der mit dir das erzählt, was man ihm jetzt in einer bewusst ausgedachten Vergangenheit einprogrammiert hat, an Wissen. Und es war zu allen ausgedachten Zeiten anders. Was jetzt hier kommt, wir kommen jetzt wirklich in dieses Hier und Jetzt. Ich sage zurzeit immer, wenn ich mich jetzt mit dir hinsetzen würde, von Mensch zu Mensch, und wir gehen einfach mal ins Internet und wir schauen uns Philosophievorlesungen, Physikvorlesungen und so weiter an. Du wirst feststellen, es ist hier nicht in einer Vorlesung, dass zwei, drei Sätze hintereinander gesprochen wird, wo eine permanent wieder auf Vergangenheit zurückgegriffen wird und der hat entdeckt und vor 5000 Jahren waren, das ist doch geistlos nachgeplappert. Er hat es gelernt, dass der das entdeckt hat. Und ich habe das angesprochen in der Physik, dieses raumzeitliche Denken, schon die Sprache, die Evolution, ex volvere heißt herausrollen, ein Volumen, das normal mit Raum übersetzt wird, heißt im Lateinischen gar nicht Raum, sondern eine Winden, ein Kreisen, ein ständiges Herausrollen, das sind die Gedankenwelt.
Das hat mit Raum nichts zu tun. Und das Allerschlimmste ist das Wort Universum. Das sind Einsgekehrte, Stimmt. die zu denken, dass da außen hier 200 Milliarden Sterne sind oder eine Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht, das ist schon ein Wissen, das du verwirklichst, das du erst verwirklichen kannst. Das muss, bevor du das denkst, musst du schon auf deinem Programm drauf sein. Jetzt kommt das Buch. Wenn du auf der Seite 6 bist, weißt du noch nicht, was du dann auf der Seite 10 vielleicht in der Schule lernst. Aber es ist in dir schon drauf. Du liest zur Zeit, du durchlebst das Leben in deinem Traum von den Matten. Aber du bist der Leser von dem Buch. Ich habe das zigfach erklärt. Das heißt, wenn das Buch zu Ende ist, bist du immer noch da. Und alles, was noch kommt, ist auf dem Buch schon drauf. Vertrau mir. Mann, ich bin wirklich der, der ich zu sein glaube. Und es geht jetzt nicht um den Udo, den du dir ausdenkst. Das ist vollkommen unwichtig. Wenn du jetzt bewusst bist, der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der ist auch nur eine Information von dir. Und die reale Information ist eine quäkige Kopfhörerstimme, die du jetzt hörst. Du kannst, wenn du dir bewusst machst, was hörst du jetzt? Dann musst du sagen, ich höre jetzt Kopfhörer. Das ist die unterste Ebene. Das ist zum Stimmt. Beispiel hier die Erkenntnis Jahwes, die höheren Schriften. Lies die nochmal durch. Die Wiedergeburt im Jahwe, die Erkenntnis Jahwes, das sind so teilweise schwarz-weiß, aber auch Ja. farbige Schriften, die Selbstgespräche. Das sind wirkliche Selbstgespräche. Und du bist der, der diese Gedanken denkt. Und du wirst immer wieder merken, dass du zwanghaft jetzt wieder an den Udo denkst, der das vorher gedacht hat. Es gibt kein Vorher. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. In der Esoterik überall spricht man von dem Hier und Jetzt. Das wird nur nachgeplappert. Verstehst du? Du Ja, musst ja. wirklich in das Hier und Jetzt kommen und es geht nicht darum, dass du dir nichts mehr raumzeitlich um dich herum ausdenkst. Ja, Aber dir und muss bewusst sein, dass es nur deine Gedanken sind. Deine Söhne existieren in dem Sinn nur, wenn du an sie denkst. Und es ist zurzeit eh auf deinem Programm, auf deinem Lebensfilm drauf. Aber du musst wirklich ins Jetzt kommen, denn es geht super gut, wenn du nicht an sie denkst. Dann sind sie in der Einheit. Und du kannst die nur lieben, wenn du die vor dich hinstellst. Du musst die aus dir herausnehmen. Es ist wie jeder Moment, der in dir auftaucht, in irgendeiner Art und Weise von vorn, ist ein kleines Fragment deiner eigenen Heiligkeit. Und wenn du irgendeine Facette nicht willst, und wenn Zahnschmerzen sind, was ja logisch wieder ist, Ja. dann entheiligst du dich. Das wird dir nicht passieren, wenn du ein bewusster Geist bist. Was jetzt natürlich ganz wichtig ist, Gedanken als Ding an sich haben keine Empfindungen. Das ist ganz wichtig für dich, dann nimmst du das nämlich leichter hin. Wenn du sagst, wenn mein Sohn leidet, du leidest, nicht dein Sohn, wohlgemerkt auch nicht der Matten leidet, der ist auch nur was Ausgedachtes. Du Geist bist der Einzige, nur der träumende Geist empfindet den Traum, nicht die Figuren im Traum. Aber wenn ich mich wirklich bewusst davon bin, dass nur ich leide, zum Beispiel wenn mein Sohn hinfällt, dann würde doch die Konsequenz sein, dass ich, oder wenn ihm was Schlimmeres passiert, dass ich gar nicht mehr hinlaufe. Er wird von einem Auto Das über. macht, das wirst du nicht, das ist auf deinem Programm drauf. Nein, das, ja, das finde ich so schwierig, Das ist weil. auf deinem Programm drauf. Du sollst das Programm nicht verändern, du sollst das beobachten. Ja. Es ist wie mit der Liebe. Es geht nicht, dass du an dem Programm diese ganzen Handlungen sind normal, übrigens im Guten wie im Bösen. Ja. Ich will dir weder gute Handlungen abtrainieren noch böse abtrainieren. Ganz im Gegenteil. Du sollst die bösen Handlungen, die dir bewusst werden, das ist viel schwerer, weil du wirst in eine Phase kommen, wenn du das verstehst, dass wieder sich das Ego von den Matten einmischt, das sich verbessern will. Aber damit bist du als Geist, der einst drüber steht, schon wieder mit was nicht einverstanden, nämlich mit deiner Rolle. Ich will bloß den Guten spielen. Du sollst die Rolle spielen, die du zurzeit spielst, und ein Schauspieler, dem ist es gleichgültig, ob er einen Verbrecher oder einen Kommissar spielt. Ja, und in Er meinem. versucht, ich sage immer wieder, hier, der Hannibal Lecter ist ein, in Schweigen der Lämmer, ist ein ganz Ja. toller Charakter und der wird ganz genial verkörpert von dem Schauspiel. Aber geh mal jetzt bewusst ausgedacht, dass dieser Anthony Hopkins ganz, ganz bewusst weiß, dass er nicht dieser Menschenfresser ist, er spielt ihn bloß. Und dieses Ich musst du kriegen. Ja. Weißt du, es ist jedes Märchen, ich sage immer wieder, die ganzen Geschichten, die Tiere. Wenn du jetzt mit deiner Logik dir eine Natur ausdenkst mit Tieren, da leuchtet jeden ein, jede Kreatur, jedes Tier, das du dir ausdenkst, ich sage einmal so biblisch, ist so, wie Gott es erschaffen hat. Da würde keiner auf die Idee kommen, irgendeinem Tier Mängel vorzuwerfen oder dem Tier vorzuwerfen, dass es so ist, wie es ist. Es würde keiner auf die Idee kommen, einen Löwen davon überzeugen zu wollen, dass er ein Vegetarier werden muss. Dazu ist er nicht erschaffen. Dazu ist er nicht erschaffen. Und ein Regenwurm kann nicht fliegen.
Das kann man einem normalen Menschen nicht in den Sinn, aber wie sieht das jetzt aus, wenn Trockennasen auf ihnen auftauchen? Du musst dich davon lösen, was du bisher als Homo sapiens genannt hast, weil dir immer klarer, es sind nur Figuren in deinem Traum. Es sind bei eigener Definition Trockennasen auf. So steht es zumindest hier in den Lexikas. Das lehrt dir der Materialismus. Der Mensch ist ein Säugetier, gehört zur Gattung der Primaten, genau genommen zur Gattung der Trockennasenaffen. Darum nenne ich das immer so. Und ich bin jetzt in dir aufgetaucht. Wenn ich jetzt auch, der Matten ist ein Trockennasenaffe, beleidige ich dich nicht, sondern ich versuche dir zu erklären, dass der Geist, der sich jetzt dem Matten ausdenkt, der diese Rolle spielt in seinem Traum, dass der was anders ist. Der ist derjenige, der mich interessiert. Ja, das, der Matten hat keine Überlebenschance. Das kann ich, denke ich mal, so alles nachvollziehen. Und das ist überhaupt nicht böse. Das ist ja auch immer, was bei Holofeeling passiert ist, dieses Tassenbeispiel, sehr, sehr tief. Das Tassenbeispiel, ja, mit den Enkeln, sagt, wir haben die Tasse, das, was meinst du, die Leute, du abstürzen lässt, wenn du das mit der Tasse erklärst, das leuchtet jeden ein. Aber du bist in dem Moment eins drüber. Dieses, der eine sagt, der Henkel ist rechts, der andere sagt, der Henkel ist links. Aber du wirst dich wundern, was ich hier hochintellektuelle Leute und Professoren und Doktoren, die dann schon abgestürzt sind in dem Moment, wo ich sage, und jetzt setz mal für diese symbolische Tasse, setz mal Politik. Die einen sagen, rechts ist richtig und die anderen sagen, links ist richtig. Ja. Und dann stürzen die schon ab mit, das kann man nicht vergleichen. Und das ist ein klares Zeichen, dass da kein Geist zuhört. Ein neugieriger Geist, der sagt, uah, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Verstehst du? Ja. Der freut sich über eine neue Sichtweise und hält nicht massiv an seiner Einseitigen fest. Du musst diese Einseitigkeit überwinden und der Heilungsprozess passiert jetzt in Bezug auf deine Frau. Das sind auch so Sachen. Du hast in deinem Programm eine Idealvorstellung und da sind jetzt viele im Alter, wenn man dann länger zusammenlebt, wo das Event auseinanderdriftet, wo die Interessen auseinanderdriften. Ich sag dir, du hast von mir in deinem Traum diese Frau bekommen, lern die zu lieben, so wie sie ist. Liebe sie so, wie sie ist und dann heilt sich das immer mehr. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen musst du kein Arschkriecher werden oder sonst was, aber ich fordere Toleranz von dir, eine unheimliche Toleranz. Nee, ich habe auch eine super Frau und die ist in der Hinsicht auch sehr tolerant, aber sie fühlt auch an mich, wenn ich mich, ja, ich sag mal so, obsessiv mit Holofeeling beschäftige. Ich ziehe mich dann mehrere Stunden am Tage zurück. Es ist normal, dass man in sich versinkt. Aber das ist hier, trotzdem kannst du das, wenn da Konflikte aufgeschmissen werden, wir denken uns jetzt einmal Partnerschaften aus, jetzt bewusst immer wieder, wir denken uns jetzt Pärchen, und es ist sehr oft der Fall, wo sie sich intensiv für Holofeeling interessiert und er hat kein Interesse und umgekehrt, wo er sich interessiert, und da baut sich ein riesen Konflikt auf. Und ich sage immer wieder, das Problem liegt, derjenige, der sich für Holofeeling interessiert, der meint, er müsste seinen Partner missionieren. Und ich sage immer wieder, nein. Nee, nochmal, du identifizierst dich noch so sehr mit diesem Körper, das ist eine Sache von Geist zu Geist, was wir zwei jetzt spielen. Misch dich in den Traum nicht ein. Der träumende Geist, das ist das Tierchengucken, wie ich das nenne, der ist auf einer anderen Ebene, der will die Tierchen im Traum weder verändern, er beobachtet nur. Brutverhalten, Fressverhalten, Sexualverhalten, Interessen, Ablehnungen, du beobachtest nur und du machst dir das bewusst und ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten, das ist der Matten. Das ist ganz wichtig. Du musst als normaler Matten, hast du meistens immer nur deine Erscheinungen. Was ich jetzt sage, in dem Moment, wo der Matten für dich was Ausgedachtes wird, sind die Erscheinungen immer noch da, ja. Aber der Schwerpunkt wird jetzt, du verlagerst deinen Schwerpunkt nicht auf diese Momente, die da sind, sondern auf das Werde- und Interpretationssystem, das dein eigener Wissen ist von den Matten. Das ist dir nämlich überhaupt noch gar nicht bewusst geworden. Schau, wenn ich zum Beispiel mein Klingelingeling-Beispiel nehme, wenn du das einmal verstanden hast, ich sage immer wieder der Einfachheit halber, sage ich, dein Geist ist 200 Gramm rote Knete. Ich denke mal da was, das 200 steht für das Rosch, das ist der Kopf. Und wir können jetzt die Wörter wieder aufhängen, aber das erspare ich mir jetzt, weil jede Kleinigkeit, wo ich sage, hat einen Sinn. Und das ist jetzt was nicht Denkbares. Und du verformst ständig deine Informationen im Hier und Jetzt. Das ist eigentlich ein träumender Geist. Wo hat der träumende Geist seine Informationen her? Die kommen doch aus ihm. Das ist die Creatio ex nihilo. Jetzt ist nämlich wichtig, weil der träumende Geist, den wir uns ausdenken, ist ja schon wieder ein Gedanke von dir träumenden Geist. Der steht wieder rot geschrieben, rein symbolisch für etwas, was du überhaupt nicht denken kannst.
Egal, was du versuchst, wenn du an dich denkst, du wirfst eine Gedankenwelle auf und das ist eine vergängliche Erscheinung. Du bist immer im Meer. Das ist El Hayom. Das ist ich bin du und du bist ich. Das ist das, was ich dir erkläre. Und weil du immer bist, bist du unvergänglich. Das sage ich dir jetzt gleich, ob dir das passt oder nicht. Du wirst deinen Tod nicht schmecken. Mach dich drauf gefasst, dass du ewig bist. Du, nur du Geist, nur der Geist, der mir jetzt zuhört, nicht der Matten, der du zu sein glaubst. Da kannst du jetzt ja wieder gehen, der Matten ist ja zuerst einmal als Mensch ein Programm, das ist das Buch, diese Lebensgeschichte, und dann kann man noch weiter runtergehen auf die Ebene der Persona, und da änderst du dich ja während des Lesens, wie die Seiten des Buches sich ständig wechseln, vom Säugling bis zum Greis. Das ist aber immer derselbe Mensch. Du kannst dich jetzt als 16-Jähriger denken, da kannst du zurückblättern, das hast du schon gelesen. Wenn ich jetzt sage, wie sieht es aus, wenn du dich als 60-Jähriger denken sollst? Da hast du eine Blackbox, da musst du dich überraschen lassen, das musst du halt den Film noch weiterschauen. Aber glaub es mir, das ist auch schon passiert. Das ist eine riesen, die Holo-Feeling-Wende ist viel größer wie die kopernikanische Wende. Die hat nur die Scheibe zu einer Kugel ausgeformt. Was jetzt passiert, dass ich dir die Tür geöffnet habe in die geistige Welt. Aber den Weg, breit ist der Weg, wenn die Verderbnis uns ganz schmal ist, der ins Himmelreich, den kann nur Geist gehen. Und es wird alles so unendlich klar, glaube ich mir. Das ist, umso mehr du dich beschäftigst, das passiert, mach dich nicht verrückt. Wir müssen an dem Leben, das ist eh schon ein abgedrehter Film. Geh locker damit um. Ja, das obwohl ich Holy Feeling ein bisschen jetzt weniger studiere, das hat damit zu tun, nämlich, wo es mich ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, ist, dass immer das, du hast das öfter gesagt, alles ist ein Symbol. Heißt das, dass eigentlich das Endfazit von alles, was ich anfasse, eine Tür, ein bestimmtes Tier, wenn ich das... Deine Informationen, es ja, sind Symbole. Aber wenn, kannst du mit Holo-Feeling entschlüsseln. Ja, aber das Endfazit ist es dann immer wieder diese Architektur, wie das alles ineinander steckt. Aber was ich mich dann frage, all die Dinge um mich herum, haben die dann kein, wie heißt das, selbstständige Bedeutung? Nein. Weil ich weiß, ich bin so weit, dass ich nicht denke, es ist entweder Holo-Feeling. Mach mal ganz einfach hier, der Computer ist das die größte Metapher überhaupt. Das heißt, es ist jetzt nicht was in der Vergangenheit, es ist von vornherein vorgesehen. Ich habe so viele Sachen. Bei mir ist es sehr schwer, ich muss mich sehr, sehr reduzieren, weil ich mit einem unendlichen Wissenskomplex arbeite. Das ist, wenn jetzt hier eine, den Udo, wenn ich als Udo auftauche, ja, was ganz selten ist. Der lebt ganz, ganz zurückgezogen. Der hat als Mensch, ich betone das immer wieder, jetzt für dich ein Udo, den du dir ausdenkst, gebe ich die Informationen. Ich lebe mit meiner Frau zusammen. Die Leute, wo ich persönlichen Kontakt habe, die kann ich in der Regel an 10 Fingern abzählen und das auch immer in Arm setzen. Das hat auch seinen Grund. Und da bin ich ganz einfach Freund oder Kumpel, du merkst es beim Reden. Es ist überhaupt nicht dir zu erklären, wie unendlich genial der Udo ist. Ich sage das immer wieder, ich versuche dir zu erklären, wie unendlich genial du bist, du Geist. Naja. Schon aufgrund der Tatsache, dass du dir so eine gigantische Welt ausdenken kannst mit deinem Intellekt, und dir ist es gar nicht bewusst, dass die Welt, die du dir ausdenkst, steht und fällt mit dem Wissen, das du zurzeit zum Denken benutzt. Und das ist natürlich mal ein Bereich, wo du sagst, das ist mein Wissen in Bezug auf den Matten, aber dass ja das ganze Wissen, das du Philosophen zusprichst, ist doch auch dein Wissen. Du denkst dir hier, wenn ich einen Namen sage, zum Beispiel Einstein, denkst du an einen Physiker und nicht irgendeinen Metzgermeister? Wenn ich Platon sage, all das Zeug, aber das ist ja alles Wissen, das in dir freigeschalten ist, weil du dich da schon ansatzweise damit beschäftigt hast. Und das ist natürlich irre, wenn ich dir jetzt sage, es hat niemals in der Vergangenheit, das sind Märchenfiguren. Auch der Jesus ist eine Märchenfigur. Ja, es ist alles ganz anders, Martin. Es ist das da mal alles ganz anders. Ja, und das ist für mich jetzt eine wichtige Frage. Ich weiß, ich bin soweit, es ist nicht, ich denke nicht, entweder Holo-Feeling oder etwas anderes. Ich weiß, Holo-Feeling ist ein Universalschlüssel. Aber ich beschäftige mich auch seit 7, 8 Jahren ganz intensiv mit das Denken von Martinus Thomsen. Er hat eine Serie geschrieben, Livets Bo. Und was mich da so an fasziniert, und das vermisse ich ein bisschen in Holo Feeling, aber bitte korrigiere mir, wenn ich es nicht gut verstehe. Der schreibt ganz viel über, warum gibt es Männer und Frauen? Warum entwickelt sich Mineral zu Pflanze, zu Tier? Und was ich bei Holo-Feeling immer sehe, ist, die Objekte, entweder es ist, ob es jetzt eine Pflanze oder was auch immer ist,
Du entzifferst das mit dem Das ist ein System. Missverständnis. Das ist, pass auf, das sind eben die Sachen, wo ich gesagt habe, die Religionen, wenn ich sage, habt ihr nicht begriffen, dass ihr die Glieder meines Leibes seid. Und du kannst jetzt diese Organe, das ist auch ein Beispiel aus den Büchern, die kann man entweder als Filger setzen oder die Sinnesorgane kann man jetzt als Filger setzen, als verschiedene Filger oder als Religionen, das bleibt sich gleich. Und da musst du wissen, zu dir gehört ein Augenvolk und zu dir gehört ein Ohrenvolk. Und das Ohrenvolk weiß nichts von dem Augenvolk, weil das kann nicht sehen, das kann die Augen nicht hören, so muss ich sagen. Und das Augenvolk weiß nichts vom Ohrenvolk, weil das Augenvolk kann die Ohren nicht sehen. Und das sind Spezialisten. Und so kannst du jetzt Religionen betrachten. Die ganzen Religionen, die du kennst, und da gibt es noch einige mehr, die du weniger kennst, das sind alles Spezialisierungen. Die haben alle ihren Zweck, ihren Sinn. Und wenn du jetzt sagst mit der Entwicklung, warum gibt es Mann und Frau, ist das einmal die Frage, warum gibt es Polarität? Weil das erste Grundprinzip, und das sind die einfachsten Metapher, es ist auch, man könnte hier den Eindruck haben, wenn ich die Dora nehme, ich erwähne immer wieder, ich spreche zu dir, in deinem tiefsten inneren Glauben hast du ein christlich-jüdisches Umfeld um dich herum. Und darum benutze ich diese Metapher. Es gibt aber Selbstgespräche, wo ich auch hier ein bisschen in Koran hier einige ganze Sure übersetze. Im selben System. Wir können auch im Buddhismus, was du nicht weißt, wenn du willst, wir können in die hinduistischen Religionen gehen, dann kann ich dir das genauso zerbröseln, wenn jetzt Leute zum Udo mal kommen, was ganz selten die Ehre haben. Da habe ich hier Srimad Bhagavat, das sind 26.000 Seiten Sanskrit, das ist genauso Wort für Wort aufgebröselt in den Büchern, die sagen, das gibt's ja überhaupt nicht. Dann habe ich mit Physikern zu tun, wenn die zuhören, die sagen, das haut alles über den Haufen und ich sage, hüte dich zu glauben, du müsstest jetzt deine Traumwelt damit beglücken. Es ist nicht meine Botschaft, dass du irgendwen, den du dir ausdickst, beglückst. Es wird in dir, wenn du es eine Zeit lang verstanden hast, wird zwangsläufig, wirst du dich so verändern, dass du ein, was die Esoteriker sagen, eine Aura kriegst, dass du eine Anziehung kriegst und die Leute sich gern mit dir unterhalten und die fragen dich was und dann wirst du weise antworten und dann stellen die dir wieder Fragen und wenn du bist dann richtig Beobachter und dann wird dir was ganz Eigenartiges auffallen, dass dich einer was fragt und dann kommt dir eine Antwort in den Sinn mit einem schönen Beispiel und während du dem das erklärst mit einem ganz liebevollen Beispiel, wirst du als Beobachter merken, dass der Matten, dass dieses Beispiel auch zum allerersten Mal hört vom Matten aus gesehen, weil es ihm einfällt. Und jetzt kriegst du immer mehr Kontakt zu mir. Aber hüte dich, irgendeine Diskussion zu führen, sondern mach dein normales Leben und zieh dich in diese Weltverbesserungsphase, wo ich immer wieder sage, die Schöpfung ist als Ding an sich vollkommen. Du bist ein heiliger Geist und du hast das vergessen, was nichts verkehrt gelaufen ist. Ich sage immer wieder, das ist die Grundvoraussetzung gewesen, dass du so real und intensiv das Leben von den Matten erleben kannst. Das ist aber letztendlich wie wenn ein Leser total in einem Buch verschwindet, ist ja kein Leser mehr da und kein Buch mehr da. Und die ganze Vergangenheit, wo du magst, pass auf, wenn wir das einmal ganz kurz durchgehen. Ich mache mal zwei Beispiele. Wenn du jetzt ein Buch in die Hand nimmst, da ist das Mattengefilter, wir sagen ganz normal, du nimmst das Buch in der Hand, du spürst dieses Buch, das ist schwer, du klappst es auf, du schaust ein Wort an, da sind auch nur Worte da, und während du das Wort anschaust, spricht in dir die geistige Stimme vom Matten. Und im selben Moment ist ein Wertesystem, das aus diesem Geräusch, aus diesem ausgesprochenen, angeschauten Wort eine Vorstellung macht. Und da muss dir schon mal klar sein, dass die Vorstellung, die du jetzt hast bei einem Wort, dass die ganz massiv abhängig ist von deinem Intellekt. Das muss nicht unbedingt der intellektuelle Sache sein. Ich habe schon mal dieses Splitgreen-Beispiel. Kannst du dich an das erinnern? Ist ganz interessant. Wenn dir das bewusst wird, muss dir klar sein, wie Menschen in Diskussionen eigentlich schon, wenn die einen eigenen Geist hätten, wie die aneinander vorbeireden. Weil jeder geht davon aus, wenn er was ausspricht, dass seine Worte im anderen dieselben Vorstellungen auslösen, weil er sich ja jemanden ausdenkt, der diese Vorstellungen hat und dann trifft es aufeinander mit dem Missverständnis. Auch diese Streitereien über Vergangenheit. Ich habe hier im Gespräch mehrere Male gesagt, dass du jetzt, du hast als Matten ein ganz persönliches Leben, wo du sagst, es hat mit deiner Geburt begonnen. Das macht deine Logik. Natürlich immer nur jetzt gedacht. Und so sprichst du jeden anderen Menschen auch ein persönliches Leben zu. Das du natürlich nicht kennst oder ansatzweise, wenn das irgendwelche Freunde oder Bekannte sind, nur aus deiner Perspektive kennst. Jeder hat seine eigene Intimsphäre. Das sind unterschiedliche Programme. Das heißt also, es ist wie eine KI in einem Videospiel. Das sind einfach, aber diese Programme, wo ich sage, das Buch bezieht sich auf alles,
was mit diesen Menschen verbunden ist, auch sein Wissen über die Vergangenheit. Das ist jetzt ganz wichtig. Und so subjektiv wie dein persönliches Leben, das du dir bis zu einer Geburt zurückdenkst, in dem Buch beschrieben ist, ist auch in dem Buch beschrieben, was der Matten glaubt, was vorher alles war. Und ein anderes Buch beschreibt ein anderes persönliches Leben und da kann durchaus in demselben Buch, in dem Programm eine andere Vorher-Vergangenheit suggerieren, als Wissen drin sein. Die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Die Frage ist immer, was ist jetzt? Was ist hier und jetzt in diesem Moment da? Und dann wirst du merken, dass für dich immer nur das existiert, was momentan als Erscheinung da ist. Und da mache ich zuerst einmal zwei Fenster auf. Du unterscheidest jetzt bewusst, ob du nur was feinstofflich wahrnimmst. Feinstofflich meine ich Gedanken, reine Gedanken. Oder ob es eine sinnliche Wahrnehmung ist. Da brauchst du natürlich schon mehr Energie, weil alles, was du sinnlich wahrnimmst, reagiert dein Programm zurzeit massiv mit der Illusion, dass das unabhängig von dir existiert. Dass wenn du jetzt, schau mal zur Tür hin und schau die Türklinke an, ganz bewusst die Türklinke. Wo war jetzt die Tür und die Türklinke die ganze Zeit, bevor ich das ausgesprochen habe? Es war nicht da. Jetzt schau in das Programm Matten rein, was in dem Mattenprogramm noch ganz tief verankert ist. Ja, die Tür ist da und die Türklinke auch. Die war immer wenn schon... du hinschaust, ja, aber ja. Wo war das, während du mir zugehört hast? Nicht in meinem Bewusstsein. Ich war mich es nie. Es war nicht da. Es war eine Seinsmöglichkeit. Es ist selbstverständlich auf dem Programm da. Das ist jetzt wie wenn du eine Computerdatei hast, ein Wörterbuch und du holst ein gewisses Wort raus. Sichtbar, in Form gebracht an der Oberfläche, ist es erst, wenn du es rausholst aus dieser Kollektion. Wenn du es in Erscheinung treten lässt, wobei du das, was du aus einem Buch, aus einem Wort herausliest, wird ja aus dem Buch nicht herausgenommen. Das ist, wenn du einen Film anschaust, ist es ein Kontinuum, wo Anfang und Ende und alles gleichzeitig ist. Das ist eine Einheit in Bezug, das ist dieses Chat, wo ich immer anspreche, die Kollektion, die Acht. Und du selektierst, wenn du jetzt einen Film anschaust, selektierst du aus dieser Kollektion einzelne Momente heraus und jeder Moment, jedes Einzelbild ist jetzt. Das verstehe ich, ja. Wobei das aber, was auf dem Bildschirm in Erscheinung tritt, nichts ist, was aus, deswegen irgendwas aus dem Programm herausgenommen würde. So wie auch die Wörter und die Vorstellungen, die du kriegst, wenn du die Worte eines Buches durchrasterst, nimmst du ja die Worte auch nicht aus dem Buch raus. Aber wenn ich mal darf, jetzt mal zu der Information auf dem Bildschirm. Du hast auch öfters dann erzählt, hast mal erzählt, dass, ich weiß nicht, dein Karate, Michael, ihr geht ab und zu mal spazieren, habe ich dann in den Selbstgesprächen. Ja, das ist jetzt eine Geschichte. Ja, eine Geschichte. Okay, aber aus deinem Standpunkt, du laufst durch die Natur und siehst verschiedene Bäume, Tiere mit all ihrer Vielfalt und Farben. Die sehe ich jetzt, weil du dir denkst, dass ich die sehe. Ja, okay, ich nehme mal an, okay. Oder pass auf, es ist sehr wichtig, Mann, wenn ich dir jetzt gleich ins Wort falle. Ja, ja. Ich betone immer wieder, jeden Menschen, den du dir denkst, der existiert nur in dem Moment, wo du ihn denkst und der wird das denken und erleben in dem Moment, der Mensch, den du dir denkst, was du ihm zurzeit zusprichst mit deinem Wissen. Das ist schon wieder Wissen. Okay, es ist Wissen, das du dir übrigens nicht in der Vergangenheit angehört hast. Da musst du sehr präzise werden. Das ist immer und das kommt jetzt wieder hoch, wobei deine bewusste raumzeitliche Logik sagt, ich habe das vorher in einem Vortrag gehört. Wie du das in dem Vortrag gehört hast, hast du das auch jetzt gehört. Ja, das ist ja. Okay, dann fällt in einem Punkt zusammen. Man braucht sehr viel Disziplin. Man muss dabei nichts verändern, weil ich sage, das raumzeitliche Denken, dass du um dich herum deine Gedanken verstreust. Schau, ich erwähne immer wieder, dass wenn du jetzt, was du jetzt vor dir hast, du hast als erstes, bist du jetzt der Matten. Du denkst dir diese Person aus, wo du sagst, das bin ich, das war deine Ausgangsbasis und du hast jetzt vor dir einen Computer. Und jetzt ist in deinem Unbewusstsein, mit dem normalen Mattenbewusstsein, wenn du fernsiehst, siehst du Menschen. Jetzt betone ich immer wieder einen Menschen, wenn du weißt, was ein Mensch ist, was ein Mediziner zum Beispiel nicht weiß, den kannst du ja nicht sehen, weil ein Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte. Der wiederum, der Mensch selber innerhalb dieser Lebensgeschichte tritt hier dieser Charakter selber vom Säugling bis zum Greis in verschiedensten Personen in Erscheinung. Das ist alles derselbe Mensch. Der Matten, den du dir jetzt ausdenkst und der 16-jährige Matten, den du auch jetzt denkst. Ich sag, du blätterst jetzt kurz auf die Seite 16 zurück, weil du das ja schon gelesen hast. Auf das Buch bezogen sind alle Seiten gleichzeitig. Ja. Das ist jetzt also das wichtig, den Zustand musst du zuerst einmal halten, um das zu verstehen und du wirst immer wieder weglitschen und dann kommt wieder die Stelle,
Habe ich auch so oft erzählt, dass du feststellst, Mensch, da bin ich neben mir gestanden. Pass auf. Das heißt, dir wird was bewusst. Jede Bewusstwerdung, ich sage immer wieder, jedes Bewusstwerden von irgendetwas, was dir bewusst wird, in dem Moment wird dir ein Unbewusstsein von dir bewusst. Das heißt, dieses Bewusstwerden von Unbewusstsein, das ist eine Gedankenwelt, aber deine materialistische Martin-Logik wird wieder sagen, ich war vorher unbewusst. Obwohl du das dir doch jetzt, es wird dir doch jetzt bewusst, Bewusst, aber du ja. schiebst es schon wieder in die Vergangenheit. Und das als Ding an sich musst du nicht abstellen, es muss dir bloß bewusst sein, dass Vergangenheit, egal was du denkst, nur ein Gedanke ist, genauso eine Information ist wie alles andere. Okay, aber ich stelle mir vor, der Martin, der läuft hier und jetzt durch den Wald und ich sehe wundervolle Bäume und Tiere und Das so. sind ständig Ja. wechselnde Informationen Aber im Hier und Jetzt. wozu sind die da? Nur um, dass ich. Das sind alles, pass auf, machen wir doch ganz einfach. Du hast jetzt hier, ich selbst die Tierlaute, die Geräusche, die Tiere von sich geben, selbst die kannst du mit Holofeeling entschlüsseln. Es ist ein Wunderwelt ohne Ende, wenn dein Sprachverständnis steigt. Wobei ich dann immer wieder sage, es geht nicht, dass du tausende Sprachen als Matten wirst du da gar nicht mehr wissen. Du musst das Prinzip verstehen. Mir geht's, dass du auch ein Beispiel von mir, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Ingenieur werden willst oder Elektronik studierst, es verlangt keiner von dir, dass du diese komplexen Rechnungen im Kopf ausrechnest und es verlangt keiner, dass du die ganzen Formeln im Kopf hast. Du kannst an jeder Prüfung kannst du eine Formelsammlung mitnehmen oder einen Taschenrechner mitnehmen. Was du wissen musst, du musst das Prinzip verstanden haben. Das ist wesentlich einfacher. Aber darf ich dann so sagen, dass je nachdem, was ich sehe, dass es da ist, um zu genießen Ja, und selbstverständlich, die ganze Welt, wenn du in den Bereich der Filme oder der Bücher gehst, bleiben wir bei der Belletristik oder auch bei den Filmen, die kategorieren wir jetzt erst einmal, da gibt es Liebesfilme, da gibt es Komödien, da gibt es Krimis, da gibt es Dramen. Das sind zuerst einmal wertfreie Kategorien. Alles, was in dir in Erscheinung tritt, ist als Ding an sich, es ist einfach nur. Qualität entsteht erst durch das Wertesystem von dem Charakter Matten. Also alles ist da, um zu genießen, je nach Programm Richtig. und auf einer höheren Stufe mit Wirst du Holofeeling. alles genießen? Du wirst den Krimi und den spannenden Film genauso genießen. Und wenn du ein Schauspieler bist und du bist der jugendliche Liebhaber, wirst du irgendwann einmal kommen und sagst, ich will auch einmal einen Bösen spielen. Ich will zeigen, was ich alles kann. Und du brauchst prinzipiell den Kontrast. Und was hier die Grausamkeit ist das Verlieren. Du kannst nichts verlieren. Du kannst deine Frau als Matten bloß lieben, wenn du die ausdenkst, wenn die in dir auftaucht. Wenn du die vor dich hinstellst, dann ist was zum Lieben da. Und wenn du nicht an die denkst, dann bist du eins mit ihr. Das ist wesentlich mehr noch. Das ist die totale, ohne einen trennenden Gedanken zwischen dem Mann und zwischen deiner Frau. Und jetzt ist es, dass ich schon mal das Beispiel gebracht habe, dass mit Holofeeling dreht sich zuerst einmal alle Worte ins Gegenteil. Das, was dir bisher gut erschienen ist, wirst du plötzlich auch ganz, ganz schrecklich und böse sehen und alles, was für dich böse und schrecklich war, erkennst du plötzlich, wie wichtig das war. Pass auf, ich habe so ein Beispiel. Wenn du es hörst, kannst du mich ganz unterbrechen. Es fällt den meisten Leuten, die fragen mich, wie kann ich alles lieben? Und dann sage ich, pass auf, was ist das für eine blöde Frage? Warum fragst du dich nicht, warum du nicht in der Lage bist, alles zu lieben, was dich daran hindert? Mein Programm. Dein Programm. Dieses fehlerhafte Programm und das Programm sollst du nicht verbessern, weil besser und schlechter ist eine Polarität. Wenn, dann musst du es vervollkommnen. Das heißt, alles, was du mit deiner jetzigen Logik an Wertungen hast, im Guten wie im Bösen, gehört zu dem heiligen Ganzen. Was du bisher aber nicht siehst, das, was du nur gut siehst, ist Unheil und was du nur schlecht siehst, ist Unheil. Und alles, was sich widerspricht, zu jeder Sache, die du gut siehst, gibt es eine Kehrseite und zu jeder schlechten Seite gibt es auch eine Kehrseite. Und dafür öffne ich dir jetzt das Bewusstsein, dass du wieder zurückkommst in diesen heiligen Zustand. Und es ist ein intimer Akt. Und gleichzeitig nichts an deinem Programm ändern wollen. Pass auf, du veränderst nichts. Sehr wichtig, du wirst merken, wo der Unterschied liegt zwischen bloßem Geschwätz und geistreich. Du veränderst dein Programm, wenn du was wegmachst, um was Neues zu bekommen. Du veränderst dein Programm nicht, wenn du was hinzufügst, um das zu heilen. Weil ich glaube, das ist das. Wenn ich ein Programm erweitere, wenn ich jetzt irgendein Update mache und ich mache nochmal eine Sprache dazu in einem Programm, verändere ich ja das ursprüngliche Programm. Das verändert sich zwar durch das, was die neu zugekommen ist, aber das Bestehende habe ich doch nicht verändert.
Nein, Ich habe stimmt. es erweitert. Aber die normale Verbesserung von normalen Menschen sieht immer aus, dass die meinen, du musst das Wellental wegmachen, Bergab. dass du den Berg hochkommst. Naja. Das funktioniert nicht. Also du hast mal das Beispiel genommen, du siehst einen Zeichentrickfilm und da wird einer in der Fresse geschlagen. Dann siehst du einen Das ist Hollywood. meine 4 Stunden der Ja. Und Vergessenheit. dann der Hollywood-Film und dann. Ich sage, umso realer deine Logik dir vorgaukelt, dass es unabhängig von dir existiert, das hat mit Materie zu tun. Ich sage, wenn du ein Märchen liest und da wird einer gefoltert, du hast ein Buch in der Hand, Ja. wenn das plastisch beschrieben ist und du die entsprechenden Illusionen aufbaust, kannst du dir jederzeit bewusst machen, dass die Figur, die du dir jetzt ausdenkst, die Zeichentrickfigur oder die Romanfigur, dass die keine Schmerzen hat. Und dann ist dann heißt es auch. Sobald es ein Hollywood-Film ist, jetzt hast du schon realere Menschen. Schau dieses Gesicht an. Das ist Ja. kein Gesicht, das ist ein Monitor. Du verwechselst schon wieder die Facette, du siehst schon wieder eine Interpretation. Du musst die Ebenen des Bewusstseins hören. Weißt du, und jetzt glitschen wir immer wieder weg. Ich habe hier, pass auf, lass uns einmal eins ganz kurz durchmachen, wenn es Telefon klingelt. Du sitzt da und du machst irgendwas, du liest irgendwas. Du kochst in der Küche, wenn du kochst, und plötzlich taucht in dir ein Geräusch auf, Klingelingeling. Jetzt, wenn du rein, du musst immer schauen, was suggeriert mir das Ego, das Programm vom Matten. Da ist Du sollst es nicht irgendwie. verändern, nämlich, und jetzt wirst du automatisch an jemanden denken mit dem materialistischen Programm, der auch da außen ist, wenn du nicht an ihn denkst, und Stimmt. weil der dich jetzt anruft, klingelt das Telefon. Das ist logisch und das ist normal gedacht. Dein Ego, dein Programm zwingt dir diesen Glauben auf. Und dann Jetzt spanne schau ich mal aber, Welt was auf, die ne? Wirklichkeit ist. In dem Moment, wo du neben dir stehst und du schaust jetzt einfach, was in dir passiert, im ständigen Wechsel der Informationen, du kochst, du schneidest der Zwiebel und plötzlich taucht hier zusätzlich, was in keinem Kontext steht, dieses Geräusch auf. Klingelingeling. Und aufgrund dieses Geräusches interpretiert dein Programm, verändert deine Information. Du wirst jetzt zwanghaft denken, wer ruft mich an? Dann wirst du an das Telefon denken. Das ist jetzt in dem Moment feinstofflich. Das sind deine Informationen, die formen sich nur um. Dann wirst du hier durch Umformen, ganz logisch, deine normale Logik, so Martin wird jetzt zum Telefon hingehen, wird das Telefon in die Hand nehmen. Machen wir jetzt hier die Maus, okay. Dann materialisierst du das für einen kleinen Augenblick. Du drückst auf den Knopf, hältst es ans Ohr und jetzt hörst du schon wieder ein Geräusch und jetzt ist das Telefon in der Regel schon wieder weg, weil du denkst nochmal an das Telefon. Ja. Aber jetzt pass auf, interessant ist, und da erkläre ich dir die Oberwellen in der Musik, in der Akustik, dass jetzt hier zum Beispiel, ich sage jetzt mal im Deutsch, hallo, ich bin's. Und du wirst jetzt sofort an deine Frau denken oder an einen Sohn denken oder an einen Freund denken, obwohl der doch seinen Namen gar nicht genannt hat. Und jetzt pass auf, die Schichten sind, sagst du mal, wenn du bewusst analysierst, was ist jetzt da, dann wirst du jetzt, sagst du mal, hören, es ist der typische quäkige Klang von einem Telefonhörer. Ja. Das ist die Grundwelle, sage ich. Auf dieser Grundwelle ist eine feinere Oberwelle, das ist das Geräusch, hallo, ich bin's. Und dieses Hallo, ich bin's hat nochmal Oberwellen und darauf sagst du, das ist meine Frau, das ist mein Freund, das ist der, das ist der. Das heißt, dein Fokus liegt nur auf den obersten Oberwellen und alles, was jetzt die Grundlage ist, was du sofort hier an deine Frau denkst, zum Beispiel, obwohl nicht einmal ihr Name genannt wurde. Das sind feinste Oberwellen. Du lebst zurzeit im oberflächlichsten Bereich deiner Wahrnehmung. Und mit Holo-Feeling gehen wir tiefer. Und jetzt ist es, dass natürlich hier, du merkst, Physik und alles mit reinspielt. Es wird dir auch in den Physikbüchern erklärt. Das Problem, wenn du Physik studierst, ich betone immer wieder, es gibt kein Buch, das du liest, wo irgendwas Verkehrtes und Falsches drin steht. Das bietet dir keine Religion. Das, was das Problem ist, ist das, was du mit deinem Glauben, das gar nicht dein Glaube ist, es ist der Glaube deiner Lehrer und deiner Erzieher, aus Grund dieser Formen oder dieser Worte heraus interpretierst. Das sind deine Interpretationen. Die Formen in den Physikbüchern, die sind reines Holo-Feeling. Die Vorstellungen, die jetzt diese Formen in dir auslösen, weil du das so gelernt hast, und der Physikprofessor, der dir das erklärt, der hat es auch so gelernt. Und wenn du wissen willst, was in der Tora steht, in der Bibel steht, immer die große Frage, was für einen Lehrer hast du? Dir wird ein ultraorthodoxer Jude, wird dir was anderes erklären wie ein Katholik oder wie ein Zeuge Jehova. Ja. Obwohl die doch mehr oder weniger dieselbe Schrift benutzen. Es ist dieses große Problem des Tassenbeispiels der einseitigen Auslegung. Und das wird mit Holofilien komplett abgestellt. Da ist das einmal, jeder hat recht, aber nur ein bisschen. Das ist ganz wichtig. Du darfst Holofeeling nicht mit irgendeiner dieser Perspektiven vergleichen. Das ist die Tasse selber. Ja.
Und dann wird solche Fragen wie, ob es Gott gibt oder Gott nicht gibt, schon der Gedanke an einen Gott macht Gott zu was ausgedacht. Ja, Darum beginnt stimmt. das erste Ja. Gebot, zweites, mach dir kein Bild von El Hayom, von Gott, die Meer, das ist ja UB 86, Ja. rot geschrieben, das ist verbundene Weisheit. Das ist alles, das ist dieses Riesenkontinuum, das ist Energie. Du wirst dann auch merken, das reinflechten, pass auf, wenn wir zum Beispiel den dritten Buchstaben nehmen, das Gimmel. Ja. Und alles, was ich dir erzähle, warte, das ist jetzt, gebe ich dir einen Satz. Egal, wer in dir auftaucht in deinem Traum, egal, was die dir erzählen, wenn die den Mund aufmachen, kann ich dir sagen, welches Buch die gelesen haben oder welchen Lehrer die nachklappern. Das, was du in Holophil liest, gibt es nicht vorher. Es ist vollkommen neu, es ist nur für dich. Ja, darum hat es mich auch so gefreut. Nachgeklappert, das ist allumfassend, das ist nicht irgendeine Abwandlung von irgendeiner These. Ich Nein. habe zum Beispiel so Sätze, manche sagen immer, die da kurz reinschauen, der schreibt es ja vom Weinreb ab. Dann sage ich immer wieder, pass auf, Weinreb, ich empfehle Weinreb zu lesen und immer, es muss dich interessieren. Du lernst nur, wenn du mit dem tiefsten inneren neugierigen Kind, das lernst du nicht, weil du irgendeine Prüfung schaffen willst, dass du ein Diplom kriegst. Es Ja. muss dich tiefst innern interessieren. Und Weinreb macht es ja ganz deutlich, es ist so also eine reine Hinführung an die Kabbala, an die Wortspiele, aber das bezieht sich ja nur auf die Tora, auf das Hebräische in dem hebräischen Kontext. Ich sage immer, der Krümel stammt vom Kuchen ab und nicht der Kuchen vom Krümel. Dieses Weinreb, dieses hebräische Prinzip ist ein kleiner Krümel von Holophil. Dann wieder andere Song, kennst du Jakob Lorber? Der schreibt es ja bloß aus den Jakob-Lorber-Büchern ab. Na, soll ich verdammt nochmal. Lorber ist ein Schreibknecht Gottes, heißt es. Er hat eine Stimme in sich gehört, setzt dich hin und schreibt, und das ist Jesus. Jesus hat ihm das diktiert. Ich sage immer wieder, ich schreibe nicht vom Lorber ab, ich bin der, der es ihm diktiert hat. Ich jetzt, der Geist, den du zuhörst, nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Das ist bloß ein Gedanke. Und jetzt pass auf, wenn du die Gebote nimmst. Ganz einfach Deutsch, ich will gar nicht ins Hebräische, da wird es viel genauer. Mach dir kein Bild von El Hayom. Weil El Hayom Gott das Meer symbolisiert, es ist im Meer, immer. Und was immer ist, kannst du nicht denken, weil was du denkst, ist ja nur eine Welle, die aufgeschmissen wird. Mach dir kein Bild von irgendwas da außen. Wichtig, jetzt kommen wir wieder das Spiel mit Holofeeling, Bild, das deutsche Wort, Beilet heißt ja im Kind. Ja. Bilder im Kinderweg. Das ist übrigens original, du wirst nicht, das funktioniert, wenn du da weit bist, in allen Sprachen der Welt, nicht nur Deutsch-Hebräisch. Du brauchst Deutsch zum Deuten. Das heißt, ein Mensch, der in dir auftaucht, den du dir ausdenkst, der kein Deutsch hat, hat keine Chance, in die höheren Ebenen zu kommen. Jetzt sagt es schon wieder, dann würden ja die Juden und die Türken, die kommen ja alle mit, pass auf, es sind Figuren in deinem Traum, die du jetzt drückst. Es kommt prinzipiell auch kein Mensch, den du dir ausdenkst, der Deutsch versteht. Was ausgedacht ist, kommt nicht. Eine Welle kann nicht ins Meer selber rein, es fällt wieder zusammen, der Unterschied fällt zusammen. Das ist ja im Calvinismus zum Beispiel, wenn du dich dafür beschäftigt hast. Alle Religionen, habe ich gesagt, sind Spezialisierungen. Da ist ein ganz großes Problem, dieser Determinismus, wo sich viele andere christlichen Sekten darüber aufregen, weil der Calvinismus lehrt, du kannst so viel Gutes machen, wie du willst. Wenn du bestimmt bist für die Hölle, kommst du in die Hölle, und du kannst so böse sein, wie du willst. Wenn du für den Himmel bestimmt bist, kommst du in den Himmel. Und dann sagen die, das ist ja Blödsinn, dann hätten wir überhaupt keine Chance. Pass auf, es geht um ausgedachte Figuren. Und egal, was du dir ausdenkst, es sind Gedanken, wenn die überleben nicht, das sind zeitliche Erscheinungen. Nur Geist ist ewig, und er ist deshalb ewig, weil er etwas ist, was du nicht denken kannst. Das kann man nur sein. Es gibt keinen Menschen, der Bewusstsein haben kann. Der Udo, den du dir ausdenkst, der hat kein Bewusstsein. Bewusstsein haben, Bewusstsein kann man nur sein. Sein, ja. Und was jetzt auch wichtig ist, ist die Sache mit dem Besitz. Das, was du besitzt, bist du nicht. Es ist etwas, was du besitzt. Du sagst zum Beispiel, ich habe eine Wohnung, und du sagst, ich habe einen Körper. Das macht deine normale Logik. Aber du wirst nie behaupten, ich bin die Wohnung. Wie sieht's aus? Was suggeriert deine Logik bisher zumindest, wenn du an den Körper denkst, den du dir jetzt ausdenkst? Den hast du auch nur. Und der hat sich dein ganzes Leben, wenn du jetzt zurückblätterst, ständig verändert, und konntest dich nicht dagegen wehren, und du hast es eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht so mitbekommen. Nur wieder im Vergleich, wenn du das jetzt
mit einem angeblich Vergangenen, was auch jetzt gedacht ist, vergleichst du einen Unterschied und das generiert jetzt dieses Gefühl von Alterungsprozess. Aber es gibt nur jetzt, es ist immer ein Vergleich von zwei Bildern, die immer gleichzeitig sind. Auch, Mensch, da bin ich neben mir gestanden, da ist ein Bewusstsein, das jetzt bewusst an eine Form von Unbewusstsein denkt. Mhm. Dann reißt du das schon wieder auseinander, dass du meinst, es war vorher. Stimmt. Wir reden hier nur, wenn du Holofeeling verstehst, das ist die erste Ebene, ich rede nur von absoluten Fakten. Mhm. Das Faktum besteht darin, dass du es jetzt in dem Moment deine Information anschaust. Mhm. Und wenn in deiner Welt die Schwätzer von Fakten reden, das ist doch bewiesen. Weißt du, du musst dir selber eingestehen, für dich war ein Leben lang bis Holofeeling so viele Sachen hundertprozentig sicher bewiesen. Mhm. Ich sage immer wieder, geh mal zuerst in die Schule und mach dir bewusst, was verstehst du unter 100% sicher bewiesen. Es ist 100% sicher dogmatischer blinder Glaube, der ganze Materialismus. Du wirst feststellen, dass sich 99% dieser wissenschaftlichen Beweise lösen sich in Luft auf, wenn du wirklich mit Fakten arbeitest. Mhm. Es sind Hirngespinste, es sind Glaubenssätze, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Existiert dein Gehirn, wenn du nicht an dein Gehirn denkst? Du bist doch dann auch dann da, wenn du nicht an das Gehirn denkst. Mhm. Aber irgendwas hier drin, das dir ein Leben lang eingeredet hat, ich brauche diesen Körper, ich bin dieser Körper und wenn der zerstört wird, wenn das Gehirn zerstört wird, gibt es mich nicht mehr. Mhm. Ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist, der immer ist. Du bist auch dann da, wenn du nicht an das Gehirn denkst. Ja. Das beweist dich de facto von selbst, aber erst wenn du, und jetzt kommen so meine Jesus-Sprüche, das sind Hammerschläge, Mann. Mhm. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, kriegst du für mich ein vollkommen neues. Und da habe ich diese kleine Geschichte, auch das werde ich von dir einfordern, dass ich sage, dein jetziges Leben ist jetzt das doch mal der ganze Mensch, wo du ja noch nur einen Teil davon kennst. Nur mal die Hälfte. Okay? Das ist das ganze Buch. Und ich symbolisiere, das ist der ganze Intellekt. Da gehört übrigens auch die vielen Sachen dazu, die du noch gar noch nicht genauer angeschaut hast. Du weißt zum Beispiel von Physik, aber dir ist jetzt klar, wenn du da mehr wissen willst, musst du in deinen geistigen Archiven, das machst du mit deiner Neugier, neue Informationen aus dir rausholen. Ja. Die nicht von irgendwelchen Menschen da außen kommen und von Büchern da außen kommen. Da außen ist kein Wissen, das du in dich reinschaufeln könntest. Du kannst es durch Neugier in dir aufwerfen. Mhm. Du holst es alles aus dir. Ein ausgedachter Gott ist auch nur ein Geschöpf, der nur deshalb existiert und nur dann existiert, wenn du an ihn denkst. Ja. Kleinen Moment, ich muss kurz ein Kabel einstecken hier. Ja. Ja, und auch, ich möchte dich auch nicht zu lange belästigen. Darf ich, also ich wollte dir nur sagen, du bist immer, du ja. bist das Einzige. Das Gespräch, wenn jetzt zu Ende ist, halt dir Udo noch ein bisschen nach und dann wirst du wieder an was anderes denken und dir wird immer mehr bewusst, dass du keinen Einfluss drauf hast. Das ist dieses Faktum. Mhm. Ich rede nur von Fakten. Ich zwing dich mit Holofeeling nicht, dass du Geistesfunk irgendetwas glauben müsstest, was du nicht. Das hast du mal bei den wesentlichen Aussagen hier und jetzt sofort überprüfen kannst und dir bewusst machen kannst, wenn du Geist bist. Und alles, was ich mit Worten oder sonst behaupte, wo du Bücher dazu brauchst, garantiere ich dir, wenn du jetzt aufgrund von Neugier diese Bücher in dir in irgendeiner Art und Weise aktivierst, dass genau das drinsteht, was ich dir sage. Mhm. Und da gibt es hier ältere Professoren, die haben das die letzten 20 Jahre überprüft, die sagen, also das ist unglaublich, der weiß wirklich alles. Mhm. Und da geht's jetzt, der ist nicht der Udo, sondern der Geist, der dir das erzählt. Und du weißt, wie oft ich das auch, ich erkläre das jetzt nicht den Matten, den du dir ausdenkst. Ich erkläre das den Geist, der jetzt dieses Gespräch träumt. Mhm. Das ist das, der interessiert mich. Mhm. Und alles andere macht dir keine Gedanken. Das ist mein Satz unter meinem Christuszeichen. Und wenn die Welt um dich rum in Fetzen geht, dir wird nichts passieren. Mhm. Vertrau mir. Darf ich noch ganz kurz das mit dem Haar? Ist auch ein Beispiel, vielleicht hast du schon gehört, du betrachtest da mal jetzt das komplette Wissen von den Matten. Mhm. Und das auch noch, was dazukommt die nächsten Jahre, das ja schon in dir drin ist, was du aber zuerst noch anschauen musst. Das ganze Leben von den Matten symbolisiere ich mit dem Buchstaben H. Ja. Und jetzt tauche ich in dir auf und ich sage, wenn du mir dein jetziges Leben, wenn du mir dieses Programm schenkst, wenn wir das löschen, wir sagen mal, das wäre jetzt im materialistischen Sinn das Vergehen, dann kriegst du, wenn du das freiwillig machst, kriegst du von mir ein neues Leben. Mhm. Das ist natürlich, da bin ich ja nicht mehr, wenn mein Wissen weg ist, bin ich ja weg. Aber du vertraust mir, du schenkst mir dein Haar und für diesen Buchstaben kriegst du von mir jetzt ein Wort, nämlich das Wort Haus. Ja. Und du wirst
feststellen, dass ich dir dein Haar gar nicht weggenommen habe, weil ich die eiliche Reinheit nie zertrenne. Das ist das Thema, habe ich das Haar verändert? Ich habe auch das Haar nicht verändert, ich habe ein paar Buchstaben neu dazu gemacht. Und dadurch ist ein Wort entstanden. Ein Wort ist schon wesentlich mehr wie bloß ein Buchstabe. Und das ist ein höherwertiges Leben mit einem höheren Bewusstsein. Und dann werde ich wieder auftauchen und sagen, wenn du mir dieses Wort schenkst, dein Leben schenkst, dann kriegst du ein neues. Dann schenkst du mir dieses Wort Haus und ich schenke jetzt einen Satz dafür, du bist das Haus Gottes, in dem ich wohne. Und jetzt stellst du wieder fest, dass ich dir das Wort ja eigentlich auch nicht weggenommen habe. Ich habe nur andere Worte dazu. So spielen wir das Spiel bis in alle Ewigkeit. Und das muss für dich zu einer Gewissheit werden. Und was den Matten anbelangt, die Rolle spielst du ganz einfach, bloß du wirst jetzt der sich von Moment zu Moment überraschen lässt, was in seinem Leben auftaucht und vor allem verlagere den Fokus, wie du reagierst. Mach dir das einfach bewusst. Ja, das wäre dann auch. Wenn es dir schlecht geht, wenn du dich schlecht fühlst, und wohlgemerkt, nicht der Matten fühlt sich schlecht, nur der Geist, der träumt, aber weil du zurzeit glaubst, der Matten zu sein, hörst du das, was das Programm ist, du gehst jetzt in diese Stufe der Vergessenheit hinein. Ich sage das so oft, das sind so viele Beispiele, ein Zahn hat keine Schmerzen, ein Kreuz, dein Knie kann nicht wehtun. Der Matten kann es auch nicht, das Gehirn spürt es auch nicht. Du erlebst es, materialisiert, solange du glaubst, du bist bloß der Matten und alles andere bist du nicht. Und da wirst du dich immer mehr lösen und der Matten wird jetzt eine Figur werden, wie in Stirb langsam, wenn der auf den eingeprügelt wird und du kannst dir das mit Spannung anschauen und auch mit Empathie. Jetzt das, was der empfindet, ist deine eigene Interpretation, was er empfindet, aber eigentlich muss keiner leiden. Und es muss auch nicht der träumende Geist leiden, wenn er weiß, dass er einen spannenden Film anschaut. Selbst wenn in einem Horrorfilm irgendwie irgendein Spitzer geprügelt wird. Das ist nur empathisch, aber nicht sympathisch, nicht mitleiden, sondern empathisch. Das ist das, was sich trennt, aber das Bewusstsein wird immer mehr Liebe in dir wachsen lassen, mehr Feingefühl in dir wachsen lassen, deiner Frau, deiner Kinder gegenüber. Du wirst, mein Überbegriff ist wirklich Liebe, bloß jetzt, ich rede von einer wirklichen Liebe und nicht auch selbst bei den Tieren, erkläre ich doch so oft, was der Materialismus sagt, es ist fressen und gefressen werden mit dieser Angst vor Vergehen. Die Natur lehrt dich nur Liebe. Die Pflanze frisst die Mineralien auf, weil sie, die hat die zum Fressen gern, die will eins werden, dass das eins, der Körper eins wird. Die Pflanzen werden von den Tieren gefressen, die kleinen Tieren von den großen Tieren. Die haben sich gegenseitig zum Fressen gern. Es ist diese totale Sexus, diese absolute Einswerdung, wenn du das auffasst. Das ist nichts Negatives. Es ist nur wieder diese Sichtweise des Materialismus, dieses einseitige Ekelgefühl. Du musst wissen, es gibt nichts, was dir eklig oder böse aufstößt, wo du mit einem anderen Programm dasselbe auch sehr positiv sehen könntest. Aber die sind ja alle bei was. Ja. Nee, dir fällt, und wenn du alle Programme gleichzeitig laufen hast, hast du immer das Programm laufen, wo gerade aktuell wichtig ist für dich. Du wirst geistig für dich Lichtgeschwind bewegen und es wächst immer mehr in dir, umso mehr du Holofeeling verstehst. Und wohlgemerkt in dem Geist, der mir jetzt zuhört. Ja, du hast eigentlich schon ein bisschen meine letzte Frage beantwortet, die ich noch stellen wollte. Ich stelle mir den trotzdem nochmal. Ja, ich bin im Moment, sitze ich in einer für mich schwierigen Situation. Ich habe ganz am Anfang erzählt, ich war eigentlich mehrere Jahre Philosophielehrer, aber ich bin vor 2 Jahren, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber mit einem Burnout auf der Arbeit eigentlich ganz fix und fertig. Und ich habe ganz gewaltige Ängste, um wieder zu arbeiten, weil ich fürchte, dass es wieder falsch gehen wird. Und ich, ja, bin jetzt als Vater zu Hause bei meinen Kindern, mache auch den Haushalt und alles. Aber ich sehe da nicht, wie sich das ändern wird oder ob ich wieder arbeiten Lass werde. dich überraschen. Finde deine innere Ruhe, wie man sagt, und krieg das, was ein wirklich gesunder Menschenverstand ist. Und jetzt Mensch bezog auf den geistigen Menschen, auf den Gottessohn. Du hast unheimlich Energie in dir. Und dir muss das da mal klar sein, es gibt nichts, von dem du Angst haben müsstest. Es sind nur deine Gedanken. Da kommt natürlich jetzt Theorie und Praxis. Das zeigt sich, ob du mich wirklich verstanden hast oder ob du es nur begriffen hast. Und da werde ich das Leben immer und immer wieder prüfen. Aber was eine gute Hilfe ist, jeder Moment, der in dir auftaucht, das sind ja nur ständig wechselnde Informationen, an dem, was du bist, verändert sich nichts. Und wenn dir mal klar ist, dass alles, was du denkst, eh vergänglich ist, du kannst es nicht am Leben erhalten. Wie soll ich dir? Es ist ein Traum, es ist ein Buch, das du liest, das so lange ist, da ist, bis du es durchschaut hast.
Und du hast jetzt in diesem Leben die Chance, dass bevor das Buch zu Ende ist, dir bewusst wird, dass du der Leser bist. Ja, ich fühle auch was. Ich habe irgendwie das Gefühl, ob Das wird da. dir einen unheimlichen Mut geben, eine Macht geben, weil du wirklich immer wieder vor nichts dich fürchten musst. Ich habe solche, das, es kommt dann immer wieder das Ego hoch. Das Ego ist der eigentliche Feind. Es ist auch die Erscheinungen sind immer absolut wertfrei. Gut, böse, schlecht wird erst bestimmt durch das Ego und das musst du heilen. Und heilen nochmal ist nicht, dass du an dem momentanen Programm was verändern solltest in Form von besser machen, sondern du musst schauen, was da ist und die Einseitigkeiten vervollkommnen, indem dir immer mehr bewusst wird, alles, was mein Ego mir suggeriert, dass das schlecht für mich oder meine Familie ist, ist auch gut für meine Familie. Es ist das endgültige Ziel, ist die Einswerdung. Und ich sage immer wieder, wenn du schon nicht alles lieben kannst, dann geht es, sagen ja viele, ich kann nicht alles lieben, dann sage ich, pass auf, dann gehen wir den einfachen Weg, dann fängst du ab heute alles abgrundtief an zu hassen. Kennst du das Beispiel? Ja. Ich pass auf, mit hassen. Dann stelle Und ich du es mal wirst aus, feststellen, ne? du kommst an dasselbe Ziel. Hassen ist ja zuerst einmal haben, wenn wir das scharfe S machen. Und pass auf, ich mache dann bloß nochmal für dich jetzt. Du denkst dir jetzt etwas, was ganz, ganz schrecklich ist. Ich sage Krebs, eine Krankheit, eine ganz schlimme Krankheit. Du denkst dir jemanden, der diese schlimme Krankheit hat. Und das ist Hassen, ist immer von sich stoßen. Das ist erst einmal der Minusbereich. Du musst ja erst einmal was hassen, was auftauchen lassen. Das ist die Gedankenwelle, das, was da ist, ein Unterschied da ist, den du sehen kannst. Ich könnte jetzt sagen, wenn du was abgrundtief hast, bist du auf das, was du abgrundtief hast, bist du da neidisch drauf, wenn das einer besitzt. Auf Nein, keinen nein, Fall. nein. Bist du traurig, wenn das für alle Ewigkeit aus der Welt verschwindet. Auch nicht. Und ich sage dann immer wieder, pass auf, das, was du hast, begehrst du nicht. Das ist eine Riesensache, wenn das Begehren in dir frei wird. Egal ob materielle Dinge oder was auch immer, das gibt dir so unendlich viel Energie. Weil es auftaucht und es fällt wieder rein. Ob das deine Kinder sind, die kommen aus dir, wenn du die ausdenkst, so wie ich mir meine Geistesfunktion ausdenke, und die kommen wieder zu mir zurück. Und dann sind sie ja nicht mehr sichtbar, weil sie ich sind. Das ist der Tropfen, der herausgeschleudert wird und jetzt zu einer Persönlichkeit wird und eine panische Angst hat, dass er sich auflöst, dass er wieder ins Meer reinfällt. Und ich sage immer, verdammt nochmal, dann bist du mehr. Du wirst doch nicht weniger. Du bist jetzt ein Tropfen und wenn du eins wirst mit mir, Kannst ich du bin mehr ich, du werden? bist ich, dann wird dein Geist aufblühen in einer Gigantonomie, die du dir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Da muss ich Dann ist Geduld alles haben. ist gleichzeitig da. Aber du wirst diesen Zustand nie bekommen, wenn du damit Geld machen willst oder, weißt du, auch das jetzt, wenn ich als Udo in Erscheinung trete, Geld ist für mich überhaupt kein Thema. Es ist alles vollkommen umsonst und da gibt es auch was viele sagen, eine Sekte, das heißt, du versuch halt Nein, nein. einzutreten, da ist nichts. Ich habe ja als Udo nicht einmal eine Internetseite. Nein, das ist Ich mir habe auch schon noch klar. nie eine Internetseite besessen, ich habe noch nie, wenn ich jetzt raumzeitlich zu dir spreche, bewusst raumzeitlich, ich habe so noch niemals zu irgendjemandem gesagt, die soll eine Internetseite machen. Kannst du jeden fragen, da gibt es natürlich mittlerweile schöne Internetseiten, Nein. das ist denen alle eingefallen. Ich habe es ihnen dann doch gesagt, aber nicht als Udo, sondern so wie ich es in Lorber gesagt habe, mit einer inneren Stimme, einem inneren Impuls, in ihrem Programm, die konnten als Figuren gar nicht anders. Verstehst du? Ja. Aber nicht von dem Udo, da halte ich mich vollkommen raus. Du wirst auch, wenn Leute mich fragen, wenn du mich jetzt sagen, das ist ja, du hast mir jetzt geistreiche Fragen gestellt. Viele kommen mit ganz persönlichen Allerweltsproblemen, da antworte ich nicht drauf. Dazu bin ich nicht da. Ich sage immer wieder, ich erkläre dir, was du bist, beziehungsweise wer du bist und wie du funktionierst. Das ist das Einzige, was dir Holofeeling erklärt. Aber nicht, was du als richtig oder gut oder böse anschauen musst, das löst sich dann eh auf. Da werden auch die ganzen Philosophien, wenn plötzlich wirst du ein eigenartiges Gefühl kriegen, dass die stimmen und doch irgendwie nicht stimmen. Du kannst dich reinversetzen, als wenn das, ich sag, das sind Bücher, die du schon gelesen hast, du hast das bloß vergessen, weil du zurzeit so begeistert bist von dem Mattenbuch, dass das so realisiert wird in dir und dann noch wenig Energie hast. Das ist ja der Geist, ist ja das Gimmel. Ich habe dir immer wieder gesagt, der Buchstabe schreibt sich ja GML. Das ist die Einstein-Formel. Das G, der Geist steht für Energie. Und ML, L ist ja Licht, Licht, ja, ist MC. Materie.
Das ist, ich kann dir die ganzen physikalischen Formeln, was meinst du, was ich mit Physikern schon zusammengesessen bin und ich habe ihnen mit Holofeeling ihre Formeln erklärt. Die drehen nur noch so mit den Augen, weil das ist, die sagen, es ist göttlich. Es gibt kein Ja. anderes Wort dafür. Es ist wirklich göttlich. Es ist eine neue Dimension, die sich auftut. Aber nur für dich Geist. Es ist nicht für die Figuren in deinem Traum. Weil das ist die letzte Konsequenz, wo da mitkommt. Wobei es natürlich jetzt nicht heißt, wenn ich jetzt der Redo, der ja so oft ist, das war auch so eine Sache, wenn du das verfolgst, der hat sich das erste Mal bei mir gehört, der hat auch 10 Jahre intensiv Holofeeling studiert, da hat er überhaupt nicht versucht, den Udo zu erreichen, wo er das erste Mal auftaucht. Die sind ganz normale Menschen, ich könnte jetzt sagen, wie du und ich, die ganz zurückgezogen leben, aber sich sehr intensiv ihr ganzes Leben beschäftigt haben damit, was ist der Sinn des Lebens, was ist die Wirklichkeit? Das sind Sucher. Der Keim muss in dir drin sein. Und eine, die nur Welt verbessern wollen oder Politiker, die, da hast du keinen, das sind vergängliche Erscheinungen. Das sind so krass, krasse Karikaturen. Und die Welt da außen macht dir nichts mehr. Weil das wirklich, wenn du eine Zeitung liest, dann ist es für dich jetzt, das Einzige, was es gibt, ist der Fetzen Papier, wo Farbe drauf gespritzt ist. Wenn du einen Film anschaust, hast du einen Monitor, wo Lämpchen flackern. Und dir ist jetzt bewusst, was dein Programm zurzeit Interpretationen macht. Solltest du mal die Physik im Nullpunkt Gottes, auch wenn du mit Physik nicht so viel am Hund hast, da habe ich die letzten paar Seiten lesen, wo dieses klassische, was ist eine Illusion? Was ist denn ab? Das ist so perfekt. Und jetzt ist es Verrückte, das sind Originalzitate aus Büchern, wo du merkst, die verstehen das nicht. Dir wird immer mehr bewusst werden, Matten, wie unendlich geistlos die Figuren in deinem Traum sind. Mögen die noch so intellektuell daherschwatzen, es ist wie Computer. Darum sage ich, wenn du Intellekt bewundern willst, dann setz dich an deinen Computer und geh ins Internet. Und du wirst hier mit Wissen konfrontiert aus dieser kleinen Kiste, wo dich erstaunen lässt. Aber du wirst nicht eine Sekunde auf die Idee kommen, zu glauben, dass der Computer weiß, was er dir mitteilt. Wie Stimmt. sieht es aus, wenn du einen Trockennasenaffen dir gegenüber sitzen hast? Es ist nichts anderes. Es ist der Computer eine Erscheinung in deinem Traum, der Udo ist jetzt eine Erscheinung, der Matten ist eine Erscheinung. Es ist ein Spiel zwischen uns zwei, zwischen Ich UB und diesem Ich Bin, diesem unpersönlichen Ich, diesem Geistesfunk, der zurzeit die Rolle von Matten spielt. Ja. Das ist dieses Alleinsein, das kann dir jetzt eventuell Angst machen, aber das löst sich sehr schnell auf, wenn du weißt, dass du alles bist. Das heißt Holofeeling. Ja. Ich bin immer. Und ich schaue meine ständig wechselnden Gedankenwellen an. Eine Welle, die ich jetzt sehe, die jetzt in mir auftaucht, ist das der Mandala, wo ich immer nur eine Seite sehe, mein Globalbewusstsein-Beispiel. Da hebt sich ja dein Bewusstsein schon, wenn du Globalbewusstsein machst. Wenn du dir jetzt die Erdkugel ausdenkst, das macht dein Programm. Wir können uns andere Sachen auch ausdenken, aber das hast du ja zurzeit zu durchschauen. Du denkst dir die Erdkugel aus. Mit einer Sonne, die die Erdkugel anstrahlt, da ist dir klar, da ist jetzt eine Seite hell und eine Seite dunkel. Wenn sich diese Kugel dreht, bleibt die eine Seite hell und die andere Seite dunkel. Ja. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und es ist an dieser Kugel global gesehen, ist Sonnenschein und Regen gleichzeitig und Wüstenhitze und arktische Kälte gleichzeitig. Das ist Globalbewusstsein. Erst wenn du jetzt denkst, du bist ein Trockennasenaffe auf dieser Erdkugel, und du bist jetzt auf der hellen Hälfte, sagt sofort deine Logik mit dieser Reduzierung des Bewusstseins, es war vorher finster. Obwohl mit dem Globalbewusstsein jetzt schon die Gleichzeitigkeit Das entspricht. stimmt. Und im ersten Selbstgespräch in Ich bin du zwei heißt es, diese Verwechslung der Theorie der logischen Typen, an was denkst du bei dem Wort Menschheit? An 7 Milliarden Trockennasenaffen, die aus einer Kugel sind, die sich um die Sonne herumdreht? Das ist okay, aber du musst dir klar machen, dass du der Geist bist, der sich das ausdenkt. Und du bis jetzt immer geglaubt hast, du bist einer deiner Gedanken, einer dieser Trockennasen. Ich führe dich in einen Bereich, was Chatdenken erfordert. Ja. Das heißt, dass du selbst etwas wirst, was du nicht mehr denken kannst, das ist reines Sein. Und du merkst jetzt, dass das ganze esoterische und religiöse Geschwätz, das sind ja alles nur materialistische Aussagen. Das sind alles Materialisten. In Ich Bin Du heißt es, du wirst erkennen in deiner momentanen Traumwelt, ungeachtet all dieser vielen religiösen Strömungen, gibt es nur eine einzige Weltreligion, das ist Materialismus. Ob das Moslems sind oder ob das Katholiken sind, und die haben alle einen Gott, das ist Geld. Wir brauchen Geld, um das verwirklichen zu können. Geld erhält uns am Leben. Es gibt nur noch Geld, Geld, Geld. Auch dieser Wahn ist in den Matten drin. Konnte er sich nicht raussuchen. Aber das wird ihm immer mehr bewusst.
Aber ich brauche doch Geld, ich muss doch meine Familie ernähren und so weiter und so fort. Schau es dir einfach bloß an. Ich werde dir noch bei Zeiten die passenden Lösungen dazu bringen. Du musst mir bloß vertrauen. Ich muss gesagt, ich habe keine Bedingungen vergeben. Ich habe in längeren Worte. Okay? Okay. Ich bedanke. Lass es auf dich wirken. Nichts zu danken. Ich bedanke mich. Tschüss.